Am 20.04. startet dieses Jahr der Vorlesungsbetrieb für das Sommersemester 2020. Dieses Jahr ein Monat später als geplant, wegen der Corona-Pandemie. Für uns alle ist es ja gerade irgendwie eine neue Situation und auch an der FHWS wird sich erstmal einiges ändern. Was genau sich alles ändern wird, das beantwortet heute Professor Dr. Robert Krebner. Er ist der Präsident der FHWS und er steht auch schon neben mir. Hallo erstmal. Neueste Begrüßung. Hallo. Hallo. Das Sommersemester startet jetzt erstmal digital. Was erwartet denn die Studierenden jetzt? Ja, digital heißt von zu Hause aus. Digital heißt dann auch einsam und alleine am PC sitzen. Natürlich kann man sich über soziale Medien auch seine Lerngruppe wieder zusammen organisieren. Aber zunächst bedeutet es für den Studenten keinen Besuch der Hochschule. Wir wollen vermeiden, dass in der Hochschule sozusagen Ansteckungsgefahren sich ergeben. Und deswegen wird es wohl ein, ja, nicht Homeoffice, sondern Home-Studiensemester werden. Wissen Sie denn jetzt schon, wann das Sommersemester endet und wirkt sich das irgendwie auf die Regelstudienzeit aus? Ja, das Ende des Sommersemesters ist bei uns an der Hochschule auf den 17.07. festgelegt. Das ist ein Freitag und die Regelstudienzeit wird sich sozusagen faktisch um ein Semester verlängern, was verschiedene Dinge betrifft. BAföG haben wir auch schon in der Presse gehört, auch was die Fristen betrifft in den Prüfungen. Wir werden entsprechend auch Angebote anbieten, Prüfungen zu wiederholen. Sogenannte Freischussregelung, sind wir die einzige Hochschule in Bayern, die das anbietet. Und wir werden auch bei einer nicht bestandenen Prüfung sozusagen den Zähler nicht laufen lassen. Das gilt, das wird nicht mitgezählt. Perfekt. Sie haben jetzt gesagt, es verändert sich und es verkürzt sich. Finden denn jetzt auch Vorlesungen am Wochenende statt? Ja, das ist die bittere Pille, die die Studenten und die Dozenten und die Verwaltung schlucken muss, um die Verkürzung tatsächlich auch so hinzubekommen, dass die Wissensvermittlung in Gänze stattfinden kann, müssen wir auf die Samstage ausweichen. Das heißt, wir werden in den nächsten 13 Wochen Samstagsbetrieb haben. Ausgenommen sind natürlich die regulären Feiertage. Okay. Eingeschlossen sind aber auch die schönen Tage um Pfingsten herum. Das heißt, wir werden schon wieder am Dienstag nach Pfingsten den Vorlesungsbetrieb aufnehmen müssen. Okay. Und Sie haben jetzt gesagt, es ist digital. Was passiert denn mit den Studierenden, die zu Hause nicht so eine gute Internetverbindung haben? Gibt es da schon Lösungen? Ja, also die eine Lösung ist, dass man sehr viel asynchron natürlich anbietet, dass es gar nicht so sehr auf eine extrem starke Internetverbindung ankommt. Wo es auf starke Internetverbindungen ankommt und der Student zu Hause wirklich abgeschnitten auf dem Land wohnt, werden wir Lösungen anbieten und Ausnahmen anbieten. Hier bei uns an der Hochschule solche breitbandaufwendigen Veranstaltungen auch mit besuchen zu können. Werden denn die Vorlesungen dann aufgezeichnet oder finden die dann nur einmal statt und das war's? Das liegt, ist von Fakultät zu Fakultät verschieden. Es liegt auch an dem jeweiligen Dozenten. Viele sind bereit, sozusagen die Vorlesung aufzuzeichnen. Die Studenten, wenn sie dann auch dabei sind, müssen natürlich auch bereit sein, wenn sie in Erscheinung treten würden. Das ist ein sehr gängiges Verfahren, Veranstaltungen aufzuzeichnen und ist natürlich ein Novum und auch eine sozusagen eine Verbesserung der Qualität für den Studenten, weil er sich Szenen oder Erklärungen nochmal angucken kann. Ja, das stimmt natürlich. Wenn das jetzt digital ist, gibt es denn da auch Einschränkungen, was die Nutzung von Laboren anbelangt und auch von Praxisveranstaltungen? Ja, alle. Es gibt natürlich Veranstaltungen, die verlangen Präsenz. Wir sind bemüht, diese Veranstaltungen zu tauschen ins Wintersemester, dafür vielleicht vom Wintersemester Veranstaltungen jetzt im Sommersemester anzubieten. Also wir wollen definitiv, und das ist die oberste Priorität, vermeiden, Kontakt vermeiden hier an der Hochschule, Ansteckungen vermeiden an der Hochschule. Und dafür muss der Vorlesungsplan auch geändert werden. Und nur in kritischsten Ausnahmefällen werden wir den Laborbetrieb auch zulassen. Okay, die nächste Frage betrifft mich jetzt selber. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und ist es denn jetzt so, dass sich die Abgabe von den Bachelorarbeiten und Masterarbeiten verändert irgendwie, die Abgabefrist? Ja, es ist schon vom Prüfungsausschuss beschlossen, dass die Abgabefristen um 5 Wochen verlängert wurden. Das heißt, es entsteht keinem ein Nachteil, dass sozusagen der Betrieb jetzt erst am 20. voll aufgenommen wird. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, wenn beispielsweise Literatur nicht verfügbar war oder die Bibliothek war jetzt auch lange geschlossen, soll wieder geöffnet werden. Solche Nachteile kann der Student sozusagen über einen
formlosen Antrag beim Prüfungsausschuss entsprechend eine Fristverlängerung beantragen und wird in der Regel auch genehmigt. Wo wir gerade von Prüfungen sprechen, wann ist denn die Prüfungszeit und wie werden die Prüfungen stattfinden? Ja, das ist eine spannende Frage. Die Prüfungszeit ist einfach zu beantworten. Die ist direkt im Anschluss an die Vorlesungszeit, die am 17.07. endet. Sie wird 3 Wochen dauern und die Formen der Prüfung werden sich unter Umständen auch auf das Thema Digitalisierung einstellen, nicht in Gänze, wie das bei der Vorlesung der Fall ist. Es wird natürlich Präsenzprüfungen geben müssen. Die Formen der Prüfungen werden sich aber im Vergleich zu den Vorsemestern erheblich ändern können, weil wir eben die Masse der Studenten organisieren müssen. Wir haben ja über fast 100.000 Prüfungen in einem Jahr und die müssen ja alle irgendwo, die Studenten müssen organisiert werden, die Abstände müssen eingehalten werden, weil wir eben davon ausgehen, dass auch im Juli die ganze Pandemie noch nicht vorbei sein wird. Die BIP war ja jetzt geschlossen die letzte Zeit. Wissen Sie denn schon, wann die wieder aufmacht? Ja, wir werden sie am 27. April wieder öffnen, zugänglich machen für Ausleihen, aber vereinzelt. Studenten müssen vereinzelt sozusagen in die Bibliothek gelassen werden, einfach um Ansteckungen zu vermeiden. Und können Sie denn jetzt schon sagen, wann es wieder Präsenzvorlesungen gibt und wo auch die Leute physisch dann da sein müssen? Das liegt nicht in unserer Hand, das kann ich auch nicht sagen. Nachdem jetzt auch die Ausgangsbeschränkung verlängert worden ist, gehen wir davon aus, beziehungsweise wir bereiten uns auf ein vollständiges digitales Semester vor und gehen erstmal nicht davon aus, dass es noch Präsenzmöglichkeiten geben wird. Die Situation ist jetzt gerade für uns alle irgendwie Neuland und ich bin mir sicher, dass viele jetzt gerade vielleicht ein bisschen überfordert sind, wenn sie irgendwie Kinder zu Hause haben und die betreuen müssen oder Angehörige pflegen müssen. Gibt es denn da Hilfe von der FHWS? Ja, es gibt eine sehr schöne Möglichkeit, das ist das Urlaubssemester. Der Student kann ein Urlaubssemester beantragen. Das geht jetzt in dieser Corona-Zeit relativ einfach. Wenn solche Gründe, wie Sie sie genannt haben, vorliegen, dann wird der Prüfungsausschuss dem Urlaubssemester zustimmen. Damit laufen die Fristen nicht weiter. Es friert sich sozusagen ein und im nächsten Semester kann der Student weiter studieren. Es gibt auch Angebote der psychologischen Betreuung des Studenten. Werk hat Psychologen, die in solchen Fällen angesprochen werden können. Die Adressen und die Telefonnummern findet man auch auf den Internetseiten der Hochschule. Und wie schon angesprochen, gibt es sehr gute Vereinfachungen. Man darf jede Prüfung, die im Sommersemester abgelegt wird, sozusagen ohne Nachteil auch zur Notenverbesserung im Wintersemester nochmal ablegen. Und man kann auch bei Prüfungen, die man nicht geschafft hat, zählt das nicht als Fehlversuch, sondern der Zähler steht sozusagen auch hier still. Wir sind die einzige bayerische Hochschule, die auch eine Verbesserungsprüfung dann im Wintersemester zulassen wird. Und von daher hoffen wir, dass die Studenten damit gut durch dieses Semester kommen. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das ist sehr gut, dann sind wir durch mit unseren Fragen. Ich bedanke mich und sehr gerne. Ja, bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch. Vielen Dank und Gruß. Gruß.